Oh, ich habe mega viel Fehler gemacht. Kann man das zurückrufen? Well, nein! Nein! Erstell! Nein! Dürfte ich durch euer Smartphone schauen? What? Nachrichten, Fotos, Suchverlauf, YouTube. Ganz eine neue Art von Kennenlernen. Das ist Unlock und wir sind auf der Suche nach den Leuten, die uns ihr intimsten, persönlichsten anvertrauen, ihr Smartphone. Was? Smartphones. Handy. Handy, und sie schaut alles durch. Ein bisschen unangenehm. Nein. Sicher? Ja. Ich habe das Gefühl, du wärst eine super Kandidatin. Ja, bei mir. 12, 15, 21. Ist das irgendein Datum? 12, 15, 21. Das ist alle drei Geburtstage von mir und meiner Schwester zusammengemixt. Wie alt ist deine Schwester? 9 und 8. Ach, deutlich jünger? Ja. Und darf ich auch noch deinen Code haben? 043111. Ui, Passwort ist. Gleiche? Ja, kannst du eingehen. Also, was dir vorgeschlagen sind, sind so Kinder. Also, 80% von meinen Reels sind Hasbulla. Sind was? Hasbulla. Was ist das? Kennst du nicht Hasbulla? Nein. Hasbulla kennt man noch, oder? Hasbulla kennt man noch, oder? Also, ich weiß nicht. Hast du das gekannt? Ihr kennt Hasbulla, oder? Also ihr wisst, was ich meine. Wer ist das? Einer, der aussieht wie ein Kind? Ist der Kerl. Der ist quasi 19, aber er sieht aus wie ein Baby. Quasi. Ich weiß auch nicht. Also der hat 2,1 Millionen Abonnenten. Hast du das Gefühl, du bist zu viel auf dem Handy oder zu wenig? Zu viel. Zu viel? Zu viel. Wie viel zu viel? Viel zu viel. Also gestern bist du 10 Stunden auf dem Handy. Genau. Yeah. Also stundenlang, wenn ich nichts zu tun habe. Wirklich? Ja. Und stört es dich? Willst du gerne weniger auf dem Handy sein? Ja, also vor allem bin ich auf TikTok, weil es mega süchtig macht. Und eigentlich macht es mir auch Spass. 4,5 Stunden? Heute, ja. 21% weniger als die Woche vorher. Und am allermeisten Zeit auf TikTok? Mhm. Das ist sehr viel, ja. YouTube? Wie viel? 7 Stunden. Nur sieht auch der Putzbulla, wie heisst er? Hasbulla. Hasbulla. Ich bin wirklich so, ich wach auf und bin so 4 Stunden am Handy. Ich gehe nicht aus dem Zimmer. Ich esse nicht, ich mache nichts. Und dann bin ich die ganze Zeit abhängig von dem her. Ist nicht so. Handysüchtig? Ja, ja. Kennst du nicht, wenn du dein Handy einfach vergisst, dann fühlt sich deine Hosentasche einfach leer an, oder? Mhm. Und dann dieses Gewicht. Daran gewöhnst du dich. Mhm. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass wir grundsätzlich alle handysüchtig sind. Mhm. Was schaust du auf YouTube? Nachrichten über den Ukraine-Krieg. Ah, Warleaks, okay. Ja, genau. Das ist recht abgefuckt eigentlich grundsätzlich. Das spricht nicht unbedingt für mich, dass ich mir das anschaue. Es sind einfach direkte Footage, wie zum Beispiel ein Artillerieschlag direkt auf eine russische Stellung runtergeht. Und wieso schaust du das? Schau, mein Opa war in Stalingrad, mein Urgroßvater war auch im Ersten Weltkrieg unterwegs, mein Urgroßvater war im Zweiten Weltkrieg unterwegs. Das war irgendwie ein Teil der Familie. Für mich ist es einfach nur sozusagen wie eine Verantwortung für mir selbst aufgelegen, einfach um wenigstens so ein klein bisschen zu verstehen, was wirklich Krieg bedeutet. Und das schockiert mich absolut. Aber es ist für dich schwierig, das zu schauen? Sehr. Aber du hast wie so das Gefühl, es ist ein Muss, es ist etwas, was du musst machen. Ich muss das machen, ja. Als Deutscher zumindest. Ich meine, wie häufig hörst du als Deutscher sozusagen, du verfickter Nazi? So. Ich meine. Hörst du das viel? Sehr viel. In der Schweiz? Ja. Egal woher der Kerl kommt, aus dem Ausland, wirst du grundsätzlich mal, und der weiß auch ganz genau, wenn er dich verletzen will, dann nennt er dich Nazi. Hot Girl? Das neue Lied von Charlie XCX. Sehr gut. Rhyme Zone. Genau, das ist, wenn ich Reim suche. Ja. Tust du viel reimen? Mhm. Versuch's. Ja. Hast du noch ein Gedicht? Ja. Finde. Oh mein Gott. Notes. Das ist sehr brillant. Oh mein Gott. Earlier, all I thought about was food. Now that I solved, I think about some dude. I'm done with being shamed by men for loving someone else than them.
Was meinst du mit dem? So das erste Mal, als ich verliebt war, bin mit so 8 Jahren. Schien jetzt ein Kollege von einem Kollegen von mir und ich habe es meinem Kollegen erzählt, so, ich bin verliebt und so. Und er hat so gefunden, so, das ist so grusig, ich sage es ihm und dann werde ich auslachen. Und das war so die erste Erfahrung, als ich jemandem erzählt habe, ich liebe jemanden. Und es ist so mega abgelehnt worden. Mhm. Also nicht immer, also ich habe auch sehr viele unterstützende Personen in meinem Leben, aber so ein paar Menschen haben immer so gefunden, so, jo, der Typ ist nicht gut genug, was ist das für ein Loser, so, hä? Und irgendwie, es gibt mir halt einfach kein gutes Gefühl und Liebe ist so schön, so wieso tut man es nicht befürworten? Und wenn du schreibst, earlier all I thought was about food. Ja, ich habe eine Essstörung gehabt, Magensucht. Wie hast du es geschafft? Mir ist sehr, sehr schlecht gegangen und es ist mir so schlecht gegangen, dass ich gefunden habe, okay, eigentlich ist es weniger schlimm, fett zu sein, als das zu erleben, was ich jetzt erlebt habe. Und die grösste Angst bei einer Essgestörten ist, übergewichtig zu sein, zu viel essen, bla bla. Und wenn das wegfällt, wenn die Angst eigentlich nicht mehr so gross ist, dann kannst du es machen. Dann, von wie alt bis wie alt bist du denn magersüchtig gewesen? Ich bin, glaube ich, irgendwie 17 bis 19, 20. So. Ich bin in Therapie gesehen, hatte dann auch eine Ernährungsberaterin und meine Therapeutin hat gefunden, so, ich gebe dir noch 2 Monate und so schaust du in die Klinik. So. Und ist das etwas, wo, wenn man mal magersüchtig ist, wo man jetzt ganz wegladen kann, denkst du immer noch, wenn du isst, gehen irgendwie so Kalorientabellen in den Kopf? Nein, also ich denke eigentlich gar nicht daran. Was ich jetzt bemerke, ist, dass ich bin sehr sensibel auf Menschen, die abnehmen wollen. Und es gibt auch verschiedene Arten von Essstörungen, also zum Beispiel auch so Leute, die die ganze Zeit ins Fitnessstudio gehen und die ganze Zeit Protein essen, die essen dann vielleicht nicht zu wenig, aber sie dann trotzdem sich einschränken. Sie können nicht einfach mal Schoki essen und nicht ins Fitnesscenter gehen. Und klar, sie sehen nicht dünn aus, aber sie haben trotzdem eine Essstörung, finde ich. Also ich will niemanden diagnostizieren. Also, es gibt auch Leute, die das machen und keine Essstörung haben. Aber, also egal wie du aussiehst, du kannst immer eine Essstörung haben. Bist du dann auch so ein bisschen allergisch auf Frauen, die bei Social Media irgendwie ihre Körper zum Beispiel verändern und schlanker machen? Ja, ich schaue es nie. Ich will mich nicht damit befassen, mit so Sachen, weil es mich eventuell wieder triggern könnte. Ja, ich finde, es ist cool, dass das so fest hinter dir lassen kann. Danke, ja, ich finde es auch sehr toll. Das ist sicher ein grosser ja. Schritt. Und ich habe es wirklich nicht gedacht, dass es schafft, aber ja. Es ist möglich. Das sind deine Stories? Ja, die ich gespeichert habe. Hast du Sachen im privaten Bereich? Ja, aber die wollte ich nicht zeigen. Was ist denn drauf? Ich mache einfach manchmal Lust und Laune. Ich mache Bilder von mir daheim selber und tue sie dann im privaten Bereich, dass sie eben niemand sieht. Hast du Angst, dass sie geleakt werden? Also würdest du sie jemandem mal schicken? Das war eben früher mein Fehler, darum mache ich das eigentlich jetzt nicht mehr. Ich habe das mal mit 14 gemacht. Ich hatte einen Crush auf einen Typ und der wollte, dass ich ihm ein Bild schicke, wie ich den BH anhabe. Und dann habe ich ihm das geschickt und sein Kollege war neben ihm und ich habe das nicht gewusst. Und dann hat es abgefüllt mit ihm? Ja, genau, und hat es dann umgeschickt. Der hatte halb Luzern ein BH-Bild von mir und seitdem habe ich eigentlich keins mehr verschickt, aber ich mache einfach nur für mich. So. Ui, und wie bist du aus dem rausgekommen? Irgendwann war es dann ein anderes Gerücht in Luzern und dann bin ich schon wieder vergessen gewesen. Ich hatte früher wenig Selbstvertrauen, aber jetzt mit der Zeit es ist mir eigentlich wirklich egal geworden, was andere von mir denken. Ich mache einfach das, was mir passt, was mich glücklich macht. Und wenn es dieser Person nicht passt, dann ist es mir eigentlich egal. Du würdest nie mehr ein Foto schicken und bist genau. Sonst braucht es mehr, dass du vertraust. Ja, aber mein Ex-Freund hat das Problem damit. Ihn hat es ein bisschen gestört. Er hat halt gerne, wenn ich in der Ferien war, so Bilder gehabt. Aber ich bin halt die Nein gesagt hat, weil... Du das erlebt hast. Ja, weil ich das erlebt habe. Und er hat es dann auch akzeptiert. Also. Bumble, Lavu, Tinder. Hast du 3? Und, warte. Und da war du. Ich benutze also, eigentlich die meisten Dating-Apps, einfach nur um mein Selbstbewusstsein zu pushen. Also du willst eigentlich einfach, dass es ein Match gibt, aber eigentlich willst du Ich will einfach nur sozusagen sehen, dass ich theoretisch mit dir etwas anfangen könnte, wenn ich wollte. Um sozusagen selbst zu bestätigen, dass ich sozusagen hübsch genug wäre, um das machen zu können.
Du hast OkCupid und Tinder. Sind das die beiden Dating-Apps, die du brauchst? Oder hast du noch mehr? Nein, ich habe nicht mehr. Tinder habe ich schon seit längerem und OkCupid haben mir viele empfohlen. Und das habe ich kürzlich. Sind es Männer oder Frauen? Beides, aber Frauen, schwierig. Frauen hast du keine in den Matches? Ja, also man matcht meistens leider gar nicht. Wieso meinst du, ist es einfacher mit Männern? Vielleicht, weil sie nicht so hohe Standards haben. Ich weiß es nicht. Und auf OkCupid ist es besser? Ein bisschen, ja. Aber ich habe mega komplex mit Frauen. So, zwei Frauen haben mir geschrieben auf OkCupid. Ich antworte einfach nicht. Nein, komm, wir tun dir nicht zu antworten. Okay, okay. Da. Das ist schon mega lang her. Hey Mona, na, schon Weekend, was hast du geplant? Ja, es ist eine Woche her. Jetzt schreibe mal, sorry, dass ich mich nie gemeldet habe. Ja, mein Handy ist verloren. Entschuldigung. Genau, nie verloren. Ist es wirklich komisch, dass jemand mit Zürich Dialekt schreibt? Aber also, ich komme, glaube ich, aus Zürich. Eben, schau, finde ich das sympathisch. Sehen Sie? Was? Oh, ich habe mega viele Fehler gemacht. Ich habe mein Handy verloren. Kann man das zurückrufen? Well, Nein! Du hast es zerstört! Nein! Überspielen. Einfach überspielen. Einfach weitermachen. Genau. Einfach weitermachen. Ja. Würdest du mir erlauben, ins UBS Banking zu gehen? Ich krieg 800 pro Monat. Meistens bin ich pro Monat immer wieder am Schluss auf Null. 380. Also dein Konto ist bei 380 Franken aktuell. Wie lange muss das jetzt noch lange? Für die nächsten. Ja. Also bis Ende Monat? Theoretisch ja. Ich bin nicht gut mit meinem Geld. Gibt Meerjungfrau wirklich? Mir ist meine Schwester hingegen. Sie hat gemeint, sie hat in der Ferien letztes Mal eine Meerjungfrau gesehen. Ich so, aha, okay. Ist das auch der? Das ist Hasbulla, ja. Du bist wirklich ein Fan? Ich bin Fan, ja. Ey, aber ich würde sagen, wir sind unlocked. Wir machen noch ein Abschlussfoto. Achtung. Danke vielmals. Subscribe. Abonniert den Kanal. Okay, nochmal.